Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Dirty South Bundle von Rin. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dirty South von Rin, das Ganze am 15. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, am 15.01. ist die Single von Rin erschienen und passend zu dieser Single gab es mal wieder ein Bundle, ein Single Bundle. Das Ganze konnte man in unterschiedlichen Varianten wählen. Unter anderem gab es hier diesen Hoodie. Der wurde hier verkauft über, auf dem Sticker sehen wir es, 30 Grad. So, wir lesen hier einmal die Beschreibung. Dirty South CD plus Hoodie. Dann haben wir Attribut M, das ist die Größe, ein Barcode, okay. So, den Sticker können wir mal erledigen. Und dann haben wir hier den Hoodie. Und in diesem eingepackt ist dann hier der zweite Inhalt des Bundles. Und zwar hier so ein kleines Luftpolster-Kuvert, so eine Versandtasche mit der CD. Wir packen den Hoodie mal zur Seite und schauen uns als allererstes mal die CD an. Wie gesagt, kommt hier noch in so einer Verpackung. Können wir hier oben aufreißen. Und dann kommt hier die CD zum Vorschein. Sonst ist hier nichts weiter drin. Und das ist das Album, beziehungsweise nein, die Single an sich. Werden wir mal aus der Folie holen. Ganz schlicht gehalten, wir haben hier einfach eine Folie über einem durchsichtigen Jewelcase und hier dann auch ein Sticker. Ich glaube, der befindet sich auf der Folie, soweit ich es deuten kann. Deswegen schauen wir uns das nochmal kurz an, bevor ich die Folie abmache. So, was lesen wir hier? Rin. Dann Titel, die Vision, das Label und ein paar Logos und auch ein kleiner Barcode. Gut. Also wirklich sehr minimal gehalten hier, das Artwork oder das Design hier. Einmal abgemacht. Ah, okay, der Sticker bleibt uns erhalten. Umso besser. So, ein reguläres Jewelcase, komplett transparent, also durchsichtig. Wir sehen hier schon die CD durch. Die CD kommt hier in so einer Felgenoptik. Sieht so aus wie so eine klassische BBS-Felge. Seitlich nicht beschriftet. Und auf der Rückseite ebenso wenig. Hier nochmal ein Sticker mit Barcode. Die CD, wie gesagt, hier im Felgenlook. Sieht so aus. Silber und schwarz gehalten. Und ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Hier unten, jetzt sieht man es hier etwas besser, haben wir noch so zwei grüne Sternchen. So, auf dieser CD befindet sich wirklich nur der eine Track, also Dirty South. Und dann haben wir hier als zweiten Inhalt noch diesen Hoodie. Der kommt hier in der gleichen Farbe wie mein Pullover, den ich gerade trage. Das ist, glaube ich, Burgundi. Also so heißt die Farbe meines Wissens. So, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier einen Hoodie mit Bauchtasche, links und rechts jeweils ein Eingriff, dann oben im Brustbereich der Schriftzug Dirty South mit den beiden grünen Sternchen hier. Ansonsten hier oben geht es weiter mit der Kapuze, die hat hier zwei Bändel, um das Ganze dann entsprechend zuzuschnüren. So, auf den Ärmeln ist sonst weiter nichts drauf, hier unten am Bund natürlich entsprechend vernäht und etwas gerafft. Und auf der Rückseite, drehen wir das Ganze mal um, auf der Rückseite sieht das dann so aus. Hier ein riesen Backprint mit dieser Felge und statt dem BBS-Logo in der Mitte haben wir hier eben den RIN-Schriftzug und auch hier wieder die beiden grünen Sterne. Ja, bei dem Produkt haben wir es zu tun mit einem Hoodie von Gilden, ein Gilden Heavy Blend in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Das Ganze ist hier 80% Baumwolle. Nein, was lese ich hier? 50% Baumwolle, 50% Polyester und made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz an im Detail, wie es getragen aussieht.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den Hoodie, komplett hier in diesem Burgundi, in diesem Weinrot. Und dann hier im Brustbereich den Schriftzug Dirty South mit den beiden grünen Sternen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie. Wie gesagt, Größe M, aber Größe konnte man sich frei aussuchen. Auf der Vorderseite so, Rückseite der riesen Backprint. Und natürlich der zweite Bundle-Inhalt hier, die Single-CD zum Track Dirty South hier im regulären Jewelcase. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Dirty South von Rin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.